Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal wieder fotografieren und zwar nach Berlin und genauer gesagt auf die Mall of Berlin. Das ist ein großes Einkaufscenter, ja, und da kann man einfach mal rauf. So Leute, wir sind auf dem Dach angekommen und guckt euch mal diese geile Aussicht an, ja? Richtig Hammer, das ist der Potsdamer Platz. Die Berliner werden es kennen, die Auswärtigen vielleicht nicht. Ja doch, ich denke mal, den Potsdamer Platz kennt eigentlich jeder. Und hier haben wir genau Sonnenuntergang, ja? Und das ist richtig cool. Also wir sind hier auf einem Dach von der Mall of Berlin, eine große Shopping Mall. Ja, da haben wir Spezialerlaubnis bekommen, aufzugehen. Und guckt euch mal an, wenn wir hier weiter hingehen, hier kriegen wir jetzt nämlich eine richtig geile Sichtachse auf die drei berühmten Türme. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Und es kann passieren, ich weiß es nicht genau, wir müssen es gleich mal testen, aber es kann passieren, dass die Sonne wirklich hier genau zwischen den Türmen untergeht. Das wäre mega cool. So, wir haben aufgebaut und ich zeige euch mal ganz kurz das Setup hier. Also, wenn man quasi auf einem Rooftop fotografiert, ja, ist immer besonders wichtig, Safety first. Ja, das bedeutet, nichts runterfallen lassen, dass man keinen unten irgendwie verletzt oder so. Und natürlich muss man auch auf sich selber aufpassen. Wir haben hier eine relativ hohe Kante, aber es gibt auch durchaus mal Hochhäuser, wo das nicht so ist. Und da sollte man, wenn man oben ist, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich zeige jetzt mal ganz kurz hier das Setup. Also so sieht das Ganze aus. Das Stativ ist zum Glück groß genug, damit man hier rüberkommt. Ja? Also ein Bein steht hier unten auf dem Boden, zwei Beine hier oben und dann ist das Ganze auch relativ sicher und stabil. Und das ist jetzt hier so ungefähr der Bildausschnitt, den ich fotografiere. Und es kommt ungefähr hin. Ja? Und ich habe jetzt hier mit meiner Nikon D850 und dem 24-70mm fotografiert, beziehungsweise mache ich das gerade auch. Hier kommen zum Glück jetzt ein paar Wolken. Man sieht es jetzt hier im Video nicht, aber am Ende auf dem Foto wird man es sehen. Da kommen ein paar schöne Wolkenstrukturen noch und ich hoffe, dass wir einen guten Sonnenuntergang erwischen. Und ansonsten von meinen Einstellungen kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen hier. So, ich bin aktuell bei einer Blende 8, ja, ISO 100. Aktuell ist es eine 80. Sekunde. Das variiert jetzt natürlich wieder, je nachdem, wie weit die Sonne untergeht. Und ich habe das Ganze auf eine Bracketing-Funktion gestellt. Das heißt, ich habe hier eine Blende Plus und eine Blende Minus, die ich noch fotografiere. Ja? Ansonsten Weißabgleich steht jetzt, glaube ich, bei 5000 Kelvin. Da ich in RAW fotografiere, ist es aber kein Problem. Das kann ich auch später noch verändern. Aber 5000 Kelvin passt aktuell auch ganz gut. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne tatsächlich zwischen diesen beiden Türmen da dazwischen untergeht. Und deswegen machen wir jetzt beide hier gerade noch ein bisschen Intervallaufnahmen bzw. Timelapse-Aufnahmen. Und dafür haben wir jetzt mal 200 mm raufgeschraubt und wir gehen jetzt hier wirklich mal nur auf diesen Verkehr. Also es ist sogar noch ein bisschen enger der Ausschnitt als das jetzt hier, aber im Endeffekt fotografiere ich jetzt hier wirklich die Kreuzung und mache jetzt ein Foto alle 2 Sekunden. Ja, und wenn man das dann am Ende ineinander bzw. aneinander reiht, dann kommt da insgesamt nach Adam Riese, wenn man 25 Frames per Second nimmt für ein Video, 4 Sekunden Videomaterial raus. In Form eines Timelapses. Wenn ihr wissen wollt, wie man solche Intervallaufnahmen aufnimmt, dazu habe ich auch schon mal vor 1 oder 2 Jahren ein Video gemacht, wo ich dir erkläre, wie man die Kamera genau einstellen muss und worauf man achten sollte. Also schau da einfach mal auf meinem Kanal vorbei, falls du da näheres Interesse zu hast. So, genug mit den Timelapse-Geschichten. Jetzt geht die Sonne da im Hintergrund wirklich unter und das bedeutet, jetzt geht es an das eine Foto, was man jetzt hier machen möchte, also ich zumindest. Und das sieht so aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz vom Bildausschnitt her. Ja. Das ist ein bisschen dunkel. Schauen wir mal.
Genau, so sieht das jetzt hier aus. So habe ich mich final entschieden. Das bedeutet, wir haben hier im Vordergrund schön diese Kreuzung und im Hintergrund haben wir hier die drei Türme. Und dazwischen geht die Sonne schön unter. Ja? Also die Sonne ist jetzt hier gerade dabei am Untergehen. Ihr seht es jetzt hier im Video. Und Ziel ist es natürlich, dass die hier wirklich dahinter verschwindet und dann hoffentlich auch noch so ein bisschen die Wolken anstrahlt. So, mal wieder ein kleines Update hier. Die Sonne geht so langsam wirklich unter. Man braucht halt ein bisschen Geduld, ne? Also man sollte schon so eine Stunde vor Sonnenuntergang da sein, damit man einfach das komplette Wetter mitbekommt und sich gut einrichten kann, seine Position findet, die Komposition findet und so weiter und so fort. Dass man da nicht hektisch wird, sondern dass man wirklich alle Zeit der Welt hat, sich da perfekt einzurichten. Dann kann man vielleicht noch ein paar Timelapses machen oder so. Und wenn es dann wirklich Richtung richtigen Sonnenuntergang geht, beziehungsweise der blauen Stunde, dann sollte man wirklich alles fertig haben. Und meistens ist dann das Zeitfenster auch sehr, sehr eng. Ja, also da muss man dann wirklich da sein. Was ein bisschen schade ist, ihr seht es jetzt vielleicht hier, die Sonne wird voraussichtlich da gleich hinter den Wolken verschwinden. Was bedeutet, wir haben keinen perfekten Sonnenuntergang. Aber auch damit muss man klarkommen, damit muss man zurechtkommen. Ja? Und ich denke, wir können trotzdem hier ein schönes Foto draus machen. Der Himmel sieht echt ganz cool aus. Nur das Problem ist, da hinten, die Sonne wird verschwinden. Das bedeutet auch, dass die Sonne höchstwahrscheinlich nicht die Wolken von unten noch so schön anstrahlt. Das ist ja genau das, was so einen schönen Sonnenuntergang eigentlich ausmacht. Aber wir werden mal gucken, wie wir das Ganze dann noch hinbekommen. Und beim Setup bin ich immer noch genau gleich. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier meine Position gefunden. Meine Timelapse-Geschichten oder Zeitrafferaufnahmen sind beendet. Und ich habe jetzt hier wirklich meine Komposition gefunden, verrutscht jetzt die Kamera auch nicht mehr, sondern ich werde jetzt hier alle 5 Minuten ungefähr ein Foto machen, vielleicht auch dann schneller hintereinander noch und werde dann später am Rechner gucken können, welches Bild am Ende wirklich das beste Licht dann hat. Man sieht jetzt auch schon, die Autos haben jetzt auch alle schon hier Lichter an. Das bedeutet auch, dass wir dann natürlich am Ende, wenn es dann darum geht, da auch noch ein paar Lichtzieher zu bekommen, echt gute Karten haben werden hier mit dieser Kreuzung im Vordergrund. Also das wird richtig cool aussehen. Und selbst wenn der Sonnenuntergang nichts wird, haben wir ja immer noch eine blaue Stunde. Und die wird auf jeden Fall was werden. Also der Himmel sieht ja richtig gut aus. Da sind schön viele Zeichnungen drin. Und die Gebäude werden ja auch alle ein bisschen beleuchtet sein. Die Straße unten, wie gesagt, da haben wir die ganzen Lichtspuren dann, die Lichtzieher von den Autos. Und da werden wir auf jeden Fall eine coole Komposition haben. Worauf ihr auf jeden Fall auch achten solltet, beziehungsweise dran denken solltet, ist, euch warme Klamotten mitzunehmen. Also es ist jetzt hier heute eigentlich relativ warm gewesen. Ich glaube, wir hatten so maximal 17 Grad heute. Aber wenn natürlich irgendwann die Sonne weggeht, dann wird es natürlich auch kälter. Und gerade wenn man weiter oben ist, auf einem Rooftop, dann ist es da besonders kalt. Also deswegen auf jeden Fall immer eine Jacke mit dabei haben. Jetzt ist die Sonne ja mehr oder weniger verschwunden. Also ganz untergegangen ist sie noch nicht, aber sie ist halt hinter dieser Wolkendecke hier. Und ja, von daher wird es jetzt ein bisschen dunkler. Leider strahlt sie die Wolken nicht ganz so schön an, wie vermutet oder wie gedacht oder wie gewünscht. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Ne? Jetzt sind wir auch schon in dem Bereich, wo hier die Lichter von den Häusern angehen. Also hier zum Beispiel an dem Bahntower gibt es schon ein paar Lichter. Ja? Die Autos haben auch schon alle Lichter an. Also wir kommen so langsam in den Bereich, wo man ja, schon fast in die blaue Stunde geht. Naja, blaue Stunde ist es noch nicht, aber wir kommen auf jeden Fall in einen Bereich, wo die Stadt schon sehr, sehr schön aussieht. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ich würde mal sagen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr. Und dann haben wir ein richtig schönes Bild hier mit schönen Farben von Berlin. So, wir sind inzwischen in der blauen Stunde angekommen und machen jetzt hier noch die letzten Bilder. Ihr seht jetzt schon, hier im Hintergrund sind überall die Lichter an und es sieht jetzt richtig, richtig cool aus. Und genau, wir machen jetzt hier noch die letzten Bilder
Wir sind inzwischen bei Verschlusszeiten von 2 Sekunden, 3 Sekunden, je nachdem, wie alles andere eingestellt ist. Ich bin jetzt inzwischen auch bei einer Blende 11, um noch ein bisschen mehr Schärfe reinzubekommen. Und ich denke mal, dass wir dann echt ein paar coole Ergebnisse sehen werden. Die packe ich euch natürlich also auch am Ende von dem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es auf jeden Fall mit dem Daumen nach oben, wenn ich mehr solche Videos machen soll. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu den ganzen Einstellungen und so weiter habt, einfach unten in die Kommentare damit. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal auch abonnieren. Ansonsten, wie immer, der Hinweis noch auf meinen Online-Store. Da könnt ihr meine Tutorials, meine Videotrainings kaufen und auch Workshops buchen. Wenn ihr da mal Interesse daran habt, mal selber hier oben zum Beispiel auf so ein Hochhaus zu kommen in Berlin, dann gibt es da auch Möglichkeiten, zum Beispiel am 23. und 24. März in Berlin. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.